Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 15. November 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, der November ist jetzt auch nahezu zur Hälfte vorbei und die Energien verlagern sich jetzt nach dem intensiven Wochenende mit dem Neumond im Skorpion, mit der Sonne-Mars-Uranus-Konstellation. Diese Energien verlagern sich jetzt allmählich, auch wenn hier Sonne und Mars noch dichter zusammenrücken und sich am Sonntagvormittag im Skorpion treffen werden, laufen doch beide aus der Opposition des Uranus raus. Also diese ganz starke Spannung wird jetzt immer weniger und wird, wie wir jetzt gleich sehen werden, von anderen Energien überlappt und dann auch ersetzt. Die Sonne-Mars-Konjunktion bedeutet hier eben vor allem auch mit die Energie zu nutzen. Die Sonne, können wir ja sagen, ist das Bewusstsein oder der Faktor, der für die Handlung, das Handeln steht. Mars ist die Energie. Hier also mit Energie konsequent handeln, könnte man daraus schließen. Und die Energien, die sich jetzt zeigen, ist zum einen, dass heute am Mittwochmittag ein Sextil hier zwischen Venus und Merkur exakt wird. Venus, Beziehung, Empfindung, Werte, alles, was wir schön finden, die sich hier in der Waage bemüht um Ausgleich, um Harmonie. Und Merkur, der fürs Denken und die Kommunikation steht, hier im Schützen, bemüht sich darum, die Gedanken, die Kommunikation wieder auf tiefere bzw. umfassendere Themen zu bringen. Die Dinge eben nicht nur polar von einer Seite zu sehen, sondern einen höheren Standpunkt einzunehmen und die Dinge eben von verschiedenen Seiten einmal zu sehen, sich einen größeren Überblick zu verschaffen. Und die beiden in Harmonie heute, das bedeutet eben auch, dass wir vielleicht gute Gespräche führen können, dass wir die Wertschätzung zum Ausdruck bringen können. Genau. Und beide, das habe ich gestern im Tageshoroskop schon erläutert, beide Planeten, sowohl Venus wie Merkur, laufen dann ins Quinkungs zu Jupiter. Aspekte, die dann morgen Vormittag am Donnerstag exakt werden. Das bedeutet hier, Jupiter ist hier mit in dieser Geschichte mit drin. Ich mache das mal sichtbar, so wie gestern. Warum sind wir noch beim 14.? Deswegen ist es nicht sichtbar. So, hier der 15. Und ich mache es trotzdem mal sichtbar. Tücke steckt immer im Detail. So, jetzt aber 16. Gehen wir mal einfach vor. Da sehen wir nämlich hier Venus, Quinkungs Jupiter, Merkur, Quinkungs Jupiter. Ne, viel Grün im Feld, es ist harmonischer. Also beide Planeten laufen in den Aspekt zur gleichen Zeit zum Jupiter und bilden dann dieses Dreieck. Wunderschön. Und das bedeutet eben auch, ich gehe mal wieder zurück, dass hier diese Jupiter-Energie wieder stärker ins Feld kommt, nach doch dieser harten, wenn wir so wollen, Skorpion-Uranus-Energie. Und die Jupiter-Energie, die versucht tatsächlich den Blick zu weiten, wieder mehr in die Fülle zu gehen. Und Jupiter ist neben Wachstum und Fülle ja vor allem auch als Planet des Schützen, auch der Planet, der sehr viel mit Sinngebung zu tun hat. Und die Sinngebung ist jetzt ohnehin sehr stark angesprochen, weil auch der zunehmende Mond durch den Schützen läuft. Und das bedeutet eben auch, wenn die Energien sich jetzt wieder allmählich immer mehr beruhigen, dann auch einmal zurückzuschauen, denn die Schützezeit, die uns ja auch bevorsteht, Sonne und Mars werden ja schon bald in den Schützen wechseln. Schon nächsten Mittwoch ist der Wechsel der Sonne in den Schützen. Und der Schütze als letztes Zeichen vor der Wintersonnenwende, als Zeichen zwischen Skorpion und Steinbock. Der Schütze ist ja das Zeichen vor dem Neubeginn, dem Wiedergeburt des Lichtes, das Zeichen, was einerseits zurückschaut auf das, was war, und andererseits vorschaut auf das, was kommt. Also aus der Vergangenheit heraus soll dann gelernt werden, sollen die Lebensgesetze, die spirituellen Gesetzmäßigkeiten erkannt werden
Und mit denen soll quasi dann die Vergangenheit so betrachtet werden, dass wir eben erkennen, was wir hier daraus lernen können, was wir für die Zukunft besser machen können. Und daraus entwickelt sich dann eine Vision einer besseren, in Anführungszeichen, Zukunft. Und hier sind wir so ein bisschen im Übergang zur Zeit zwischen Skorpion und Schütze. Es gilt hier mit Sonne und Mars noch Schattenanteile zu bearbeiten, Dinge aus dem Weg zu räumen, die dieser größeren Vision, diesem umfassenden Blick im Wege stehen. Wir kriegen aber hier schon kleine Glimpse, kleine Erleuchtung in diese Richtung. Einerseits hier eben durch diese Quinkungsaspekte morgen von Venus und Merkur auf Jupiter im Stier. Und zum anderen eben auch durch den Mond, der heute eben durch den Schützen läuft. Und Sonne und Mars werden ja dann auch, begeben sich dann auch immer mehr ins Trigon, also in einen harmonischen Aspekt aus dem Wasserzeichen Skorpion zum im Wasserzeichen stehenden Planeten Neptun. Und diese Aspekte sind dann beide am Freitag exakt, also Freitag wird dann Mars und Sonne im Trigon zu Neptun exakt. Und das ist natürlich eine ganz andere, eine viel, viel sanftere Energie, als wir sie bisher hatten. Da kann vielleicht manches wieder besänftigt, ausgeglichen werden. Und mit Sonne, Mars im harmonischen Aspekt zu Neptun gilt es vor allem eben auch unsere spirituellen Anteile, Meditation, Geistestraining, Achtsamkeit, auf Träume achten. Durchaus auch unsere Sensibilität in jeglicher Form des Schutzes zu leben, Mitgefühl mit anderen, das Prinzip der Nichtgetrenntheit zu erkennen, dass wir alle zusammenhängen. Ne? All das können wir hier gut leben oder eben auch dann zum Freitag hin mit Sonne, Mars, Neptun auch uns durch Kunst, durch Musik, durch diese Dinge positiv stimmen oder eben auch Energien, die sich aufgestaut haben, darüber ableiten. Zurück zum Mond, also der Mond zunehmend natürlich nach dem Neumond, heute im Zeichen Schütze noch. Der lädt auch dazu ein, den Blick zu weiten in Richtung Erkenntnisse, Selbsterkenntnisse. Na, wer bin ich in dem ganzen Wahnsinn und wie kann ich aufgrund einer gewissen Sinngebung, einer höheren Sichtweise die Dinge für mich umdeuten oder richtig zurechtdeuten. Und dieser Mond wird dann morgen am Donnerstag um 8.41 Uhr in den Steinbock wechseln und dann verändert sich hier die Mondenergie nochmal, aber die wird ja dann begleitet von den Jupiter-Aspekten und von den Neptun-Aspekten. Also wie gesagt, wundert euch nicht, wenn die Energie jetzt ein bisschen sich immer mehr wechselt, sich verändert. Das ist manchmal dann auch wieder ungewohnt, weil wir hatten uns gerade auf die andere Energie eingestellt und schon ändert sich es wieder. Aber so ist es im Leben, so ist es in der Astrologie. Kein Aspekt bleibt für immer. Selbst der gefürchtetste Transit geht irgendwann vorbei. Selbst die schönste Konstellation ist irgendwann vorbei, aber es kommen immer wieder neue Dinge. Alles ist in Bewegung. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch zur Wochenmitte. Melde mich morgen wieder. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.